Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Realm Grinder. Heute mal mit ein bisschen fröhlicher Reggae-Musik, weil irgendwie, keine Ahnung, mir fehlt der Sommer dieses Jahr total. Also ich war gerade eine Stunde draußen und heute ist schönes Wetter. Aber zumindest ich könnte mich diesen Sommer nicht wirklich daran erinnern, dass wir mal so eine Woche geiles Wetter am Stück hatten. So, beim Festival Anfang Juli hatten wir geiles Wetter. Da hat es aber am letzten Tag auch geregnet. Also beim Abbauen hat es geregnet und zwischendurch mal so ein klein bisschen, wobei grundsätzlich war das super. Aber es ist halt wirklich so, meine Woche durchgängig geiles Wetter, weiß ich nicht. Vielleicht ist mir auch einfach was entgangen in, keine Ahnung, den Zeiten, in denen ich viel gearbeitet habe, weil ich dann halt mal einen ganzen Tag so als Vorführer in einem Kino schon in einem Raum sitze, der kein Fenster nach draußen hat. Und dann im Dunkeln nach Hause gehe. Vielleicht ist mir da auch einfach was entgangen, ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt massiv Sonne dieses Jahr. Keine Ahnung. Deswegen gerade erstmal eine Stunde im Park gewesen, das war ganz gut. Und jetzt wird es Zeit, wieder unterirdisch zu gehen, weil das war vergangene Folge in der Tat nicht mehr mit drin. Sondern war dann irgendwie kurz nach der Aufnahme, aber trotzdem noch im Livestream. Und ich habe es warum auch immer nicht mit aufgenommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich ja diese ominöse Untergrundexpedition irgendwas freigeschaltet und habe die in der Tat losgeschickt. Und was das gebracht hat, ist, dass die Kugeln im Weg liegen. Nein, das hat zwei Quests quasi gebracht, nämlich von einem kräftigen, bärtigen Mann, der sagt, hallo Kumpel, schönes Reich hast du da. Mein Volk und ich würden gern mehr sehen, aber nur von einem guten Mann, klar? Zeig uns ein wenig gute Architektur, klick immer fleißig und vergiss das Bier nicht. Also das ist quasi meine Persönlichkeit in das Spiel transferiert, ja. Kräftig, bärtig, Bier ist, okay, kräftig. Aber auf jeden Fall klein, also ich würde sagen, wir können uns auf klein, bärtig und mag Bier einigen, ja. Das, von daher habe ich das mit den Zwergen schon gemeinsam. Und dann haben wir hier noch die Drow, sind das? Genau, die Drow sind das. Die sagen, hey, deine Bemühungen haben unsere Aufmerksamkeit erregt. Wir sehen Potenzial in dir. Dich als würdig zu erweisen, musst du drei Dinge beweisen. Deine Hingabe an unsere dunklen Götter, deine magischen Fähigkeiten und die Größe deiner Taten. Denk dran, zeige kein Mitgefühl, außer für dich selbst. Ja, bis ich die freigeschaltet habe, das wird noch ein bisschen dauern. Also böse Gesinnung ist nicht das Thema. 325 Trophäen habe ich inzwischen auch. Nachdem ich dann irgendwie nochmal auf, nachdem ich ja die ganze Zeit mit den Titanen auf der neutralen Seite rumgeeiert bin, habe ich dann nochmal auf die gute und auf die böse Seite gewechselt und habe da halt noch einen ganzen Batzen, also gerade auf der bösen Seite, einen ganzen Batzen Trophäen für, habe 300, habe 400, habe 500, habe 600, habe 700 Gebäude von irgendwas. Also das ging dann relativ zügig. 650 dunkle Tempel ist auch machbar, allerdings insgesamt mindestens 10.000 Zauber gewirkt. Da bin ich insgesamt so bei 448. Also, das können wir mal gepflegt vergessen. Das wird noch ein bisschen dauern. Da müsste ich wahrscheinlich mal, keine Ahnung, Engel nehmen. Und dann irgendwie Steuereintreibung auf Autocast oder so. Also hauptsächlich Engel, weil die halt eine hohe Mana-Regeneration haben und Steuereintreibung, die Spells, glaube ich, nur die Hälfte kosten. Ich glaube. Casten eben nochmal eine Runde ein bisschen was. Aber ja, letztendlich können wir uns aber definitiv die Zwerge leisten. Und das wollte ich in der Aufnahme mit drin haben. Nämlich neue Fraktion, Yippie-Ki-Yay. Du hast die Zwergefraktion dauerhaft freigeschaltet. Was ist das hier? Unterweltdiplomatie. Schalte alle Fraktionsmünzentauschgeschäfte und Erben der Unterwelt frei. Oh ja, bitte. Mhm, mhm. Zwergenhandelsvertrag. Oh, den kann ich jetzt zusätzlich abschließen. Es gibt neue Münzen. Fancy, sie haben tatsächlich eigene Münzen. Ja, dann setzen wir doch mal die Hitzewelle ein. Das heißt, ich kann jetzt quasi Feen und Zwergen gleichzeitig. Die Zwerge sind die besten Baumeister, Handwerker und Schmiede in allen Reichen. Ihre Werke überdauern die aller anderen Rassen bei weitem. Nur ihr Bier ist immer sofort weg. Ja, das ah, krass, kann ich jetzt wirklich beides gleichzeitig? Okay, das ist cool. Ich mach das so, schalte die Zwergen-Upgrades frei, das ist klar.
geht preislich sogar einigermaßen. Erhöht die Produktion aller Gebäude um 1% pro Schenke. Okay. Reduziert alle Kostenmultiplikatoren von Gebäuden. Das heißt, die Gebäude werden alle günstiger. Wow, massiv günstiger. Krasser Scheiß. Okay. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. was haben wir hier? Neutralitätszertifikat. Erhöht die Produktion aller neutralen Gebäude um 100%. Okay. Achso, das ist ja letztendlich ein alter Hut. Erhöht die Produktion aller Gebäude basierend auf der Anzahl von dir getätigten Ausgrabungen. Okay, da bin ich inzwischen auch mal auf 250. Habe allerdings keine neuen Relikte gefunden. Dann erhöht die Produktion von Zitadellen basierend auf Juwelen. Okay. Zitadellen sind auch neutral. Nee, Zitadellen sind gut, in der Tat. Natürlich sind es gut. Zwerge sind ja auch gut. Unzerstörbarer Schatz erhöht Klickeinkommen basierend auf der Anzahl deiner Gebäude. Ich schätze, die Zwerge werde ich auch nur parallel nehmen können, wenn ich eine gute Fraktion nehme, oder? Also ich werde vermutlich nicht Dämonen und Zwerge gleichzeitig wählen können. Wäre mal ein Versuch wert. Aber erhöht Klickeinkommen basierend auf der Anzahl deiner... Ja, okay. Prinzipiell bräuchte ich jetzt irgendwas, was viel Geld macht, damit ich die Zwerge einmal ausmaxen kann. Das wäre sinnig. Und da sind die Feen leider überhaupt nicht so geeignet. Die Frage ist, ob ich das mit Titanen machen kann. Tatsächlich. Was macht denn Diamantpickel hier? Die Diamantspitzhacke. Ich finde, sie hätten es ruhig Diamantspitzhacke nennen können. Erhöht Klickeinkommen. Ja, Chance auf Fraktionsmünzen. Okay. Okay. Mal kurz, bis ich Maximum Mana habe. Aber es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die beide zusammen einzusetzen, ne? Aber ich werde es trotzdem tun. Zack, zack. Dann kriegen wir nämlich auch relativ schnell noch wieder und können noch Ruf zu den Waffen mit dazu einsetzen, vielleicht. Oh, passt das noch? Nein, passt nicht. Schade. Doch zu wenig Mana Regen. Aber wir haben auf jeden Fall genug Kohle ranbekommen. Erhöht die Produktion von Assistenten basierend auf der Länge ihrer Bärte. Sie wachsen mit der Zeit. Wie geil ist das denn? Jetzt habe ich hier tatsächlich die Zwergenassistenten noch. Aktuelle Bartlänge. Großartig. Wie geil. Ich meine, ich kann da auch gut was zu beisteuern, möchte ich behaupten. Aber wie gut ist das denn bitte? Will ich haben, dann kann ich mir nur das nicht mehr leisten. Aber Klickeinkommen ist eh nicht so wichtig. So, Zitadellen, ein bisschen... Ja, okay, damit sind die Zitadellen jetzt immer noch nicht weit vorne, aber ein bisschen weiter vorne als vorher. Und die Produktion aller Gebäude basierend, ja, das auf jeden Fall. Mehr Produktion läuft. Also wirklich viele Juwelen kriegen wir hier auch nicht ran, ne? Ich habe erst überlegt, ob ich hier tatsächlich noch 36 Stunden mit dieser Fraktion rumeier. Aber beziehungsweise 36 Stunden in einem Spiel bleibe, also ohne abzudanken. Das brauche ich nämlich, um, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen, aber um hier die dritte Fraktion freizuschalten. Ne? Stunden, also die Sonnenuhr und 36 ist schon so, bleibe 36 Stunden in einem Spiel. Habe ich erst überlegt, ob ich das mache. Tatsächlich bin ich aber dann wenn die Folge auf YouTube kommt, schon gewesen, aber werde zukünftig auf einem Festival gewesen sein. Ich werde gehabt haben. Also vom Aufnahmezeitpunkt fahre ich, heute ist Dienstag, oder? Heute ist Dienstag. Vom Aufnahmezeitpunkt fahre ich übermorgen zum Festival und dann bleibe ich 3,5 Tage in einem Run. Also von daher muss ich das jetzt nicht vorher machen. Jo. Wir haben aber einen ganzen Batzen Münzen bekommen. Die können wir auf jeden Fall mal hier ausgeben. Ja, kaufen, 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 kaufen. Die Zwergenmünzen auszugeben war vielleicht nicht so 100% clever, ne? Anyways, was soll's.
Steuereintreibung mit, so dann können wir uns das nämlich noch leisten. Zwergenallianz kostet 30.000 Zwergenmünzen. Fuck me. Aber das kriegen wir hin. Das ist nicht das Thema. Noch haben wir ja die Hitzewelle. Und zum Glück ganz gut Mana Regen. Also gut, 12 ist jetzt auch nicht die Welt an Mana Regen, aber besser als nichts. Oder fällt mir ein, ich habe meinen Klickschutz gar nicht drin. Man hört mich also heute ausnahmsweise mal lauter klicken. Entschuldigung dafür. Auch wenn es vielleicht noch gar keinem aufgefallen ist. So. Okay. Die Produktion basierend auf der Anzahl an Zwergenmünzen. E54, E55 ist natürlich auch schon wieder teuer. Erhöht die Produktion aller Gebäude basierend auf der Mana-Regenerationsrate. Erhöht die Produktion aller Gebäude um 600%, während es aktiv ist. Der Bonus verringert sich mit der Zeit auf 0. Warum verringert sich denn der jetzt schon? Es ist doch noch gar nicht aktiv. Are you shitting me? Okay, das ist auch so ein Upgrade, was dir sagt, mach mal nicht zu lange. Interesting. Das sind wahrscheinlich Fraktionsmünzen der Draw, würde ich dann mal tippen. Das wird ja wahrscheinlich total hier mit beispielen. Oder ja, natürlich sind es die Münzen der Draw. Alright. Könnt ihr jetzt natürlich auch noch mehr Münzen ausgeben. Aber eigentlich brauche ich gleich schon wieder Feengesang und Ruf zu den Waffen. Vom Diamantpickel gefundene Fraktionsmünzen in diesem Spiel 0? Kann doch eigentlich auch nicht sein, oder? Kann doch eigentlich echt nicht sein. Möchte ich behaupten, aber okay. Wir können uns auf jeden Fall noch einen ganzen Batzen Himmelstore leisten. Und Hallen der Legenden. Und die Dinger. Und die Dinger. Und überall nochmal fröhlich Upgrades mitnehmen. Auch damit vielleicht noch ein bisschen unsere Produktion hochtreiben. Was haben wir denn hier? Ruhmeshalle. Kostet 1,45. Ja, haben wir locker. Easy. So, ich könnte jetzt theoretisch schon wieder Feengesang und Ruf zu den Waffen. Will ich das? Ah, ich warte nochmal einen Augenblick, dann kann ich es zweimal zügig hintereinander einsetzen. Aber es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Die Wartezeit kommt aufs Gleiche raus. So, jetzt haben wir dafür auf jeden Fall genug. Jetzt Zwergenmeister kostet 75.000 Zwergenmünzen. Fuck me. Aber erhöht die Produktion aller Gebäude basierend auf der getätigten Anzahl von Ausgrabungen. Okay. Sehr komisch darauf basierend. Ich habe 250 Ausgrabungen und die geben 287%. Das heißt, ich habe quasi 1,0 irgendwas Bonus. Was ist denn 37 durch 250? Also quasi geben sie einen Bonus von 1,148. Natürlich. Das ist ein Bonus, den hätte ich auch sofort als erstes im Kopf. Schöne, runde Zahl, klare Sache. Alles gut. Dann kann ich aber mal den ganzen Spaß mitkaufen. Wow, wir kriegen auf einmal richtig Kohle. Und wir kriegen plötzlich auch richtig Münzen. Nice. Dann sind die Zwerge ja vielleicht doch gar nicht so mies. Alter, wir können schon wieder fett viele Gebäude bauen. Hier 100. Hier kommen wir über 900. Hier kommen wir über 900. Wie ab es auf einmal geht. Hitzewelle. Einmal Hitzewelle noch und dann haben wir es. Hier kommen wir noch über 800. Hier kommen wir über 1200. Hier kommen wir über 1100. Hier kommen wir über 1300. Was aber keine Trophäe mehr ist. Okay. Okay, und plötzlich rasten die Zwerge total aus. Finde ich ziemlich geil.
dann kann ich hier vielleicht auch noch ein bisschen rumeiern. So, die Frage ist wirklich, ob ich die Zwerge mit neutral verwenden kann, aber die Antwort ist ziemlich sicher nein, würde ich behaupten. Auf jeden Fall möchte ich jetzt die ganzen überschüssigen Fraktionsmünzen einmal ausgeben. Das gibt nämlich auch noch ein bisschen Bonus. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal Feengesang, Ruf zu den Waffen und Steuereintreibungen und gucken mal, ob unsere Münzen, unsere Jewels hier noch einen kleinen Sprung machen. Das wäre doch mal eine Sache. Kann ich noch irgendwo eine größere Menge an Gebäuden kaufen, die mir einen 100er Schritt bringt? Nicht wirklich. Da nicht, da auch nicht. Nö, doch hier. Da kommen wir noch über 900. Hier kommen wir über 800. Krasse Hallen der Legenden reißen auf einmal auch alles an sich. Okay. Nachdem ja eigentlich mit den Feen die Standard-Reihe ganz gut waren, rocken jetzt Hallen der Legenden wieder massiv. Okay. Ich warte noch ein bisschen, dann können wir Steuereintreibung häufiger wirken, während die anderen beiden aktiv sind. Das ist ganz gut, glaube ich. Na, mit der Zitadelle kommen wir noch nicht ganz über 900. Aber gleich dann wahrscheinlich. Mana, so ein Mana-Pool, ja, würde ich mal mit den Titanen brauchen. Aber nun ja. Alright, Feengesang, Ruf zu den Waffen. Steuereintreibung, ja, das hat doch ein bisschen was gebracht. Ein bisschen. Hier und hier und hier und hier. Ja, okay. Geht hier oben noch was? Hier gehen über 1200, was leider kein Achievement ist. So, aber einfach mal 21 weitere Trophäen. Nice. Was habe ich hier freigeschaltet? Börsenguru. Kaufe 500 königliche Börsen in einem einzigen Spiel. Okay. Also quasi insgesamt 500 Level. Wenn man alles zusammenrechnet, ja. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Ja, dann würde ich sagen, nachdem ich jetzt ungefähr das 500-fache an Jewels bekomme, könnte ich mal abdanken. Das ist, glaube ich, eine Idee. So. Alle kaufen. Zack, zack, zack. Das alles kaufen. Und dann machen wir erstmal hier weiter und dann nehme ich, glaube ich, tatsächlich erstmal neutral, um was zu gucken. Nehme eine Hitzewelle mit. Nehme das alles mit. Nehme den Titanenhandelsvertrag. Ah, und jetzt habe ich hier auch schon gar keine Zwergenmünzen. Okay. Nee, dann will ich Zwerge aber, glaube ich, behalten. Dann danke ich jetzt nochmal ab. Dann machen wir das alles gleich normal. Hatte ich nicht gerade. Weil es dann eine Münze kostet, ja. Okay, und dann gehe ich auf die gute Seite. Hör ein bisschen Sportfreunde stiller. Nein, Quatsch. Kaufe erstmal den ganzen Spaß, weil ich es kann. Dann brauche ich auf jeden Fall gleich noch eine Hitzewelle. Ja, möchte ich dann Feen oder Elfen oder Engel? Weiß nicht, Engel sind eigentlich für viel Zauberkraft. Elfen. Klickeinkommen. Nee, ich glaube, dann bleibe ich bei den Feen. Das lief eigentlich ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich fand das ziemlich super. Heatwave, alles kaufen. Bitte, danke. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Zwergenhandelsvertrag? Ach, da brauche ich erst die Unterweltdiplomatie für, ja? Verstehe. Und dafür brauche ich noch mehr Münzen. Alright.
Aber an mehr Münzen kommen wir gleich definitiv mit Feengesang und Call to Arms. Das geht auf jeden Fall. Ich habe die Stats gar nicht eingeblendet, fällt mir so ein. Na, egal. Ist ja eigentlich eh nur ein Stat. Und ich spiele jetzt seit, wo stand es hier? 4 Tagen, 22 Stunden. Na komm schon. Zack, zack. So, Unterweltdiplomatie. Dann brauchen wir gleich noch eine Hitzewelle. Also der Einstieg ist gefühlt langsamer geworden. Wir müssen gleich nochmal gucken, wie sehr das hier abgeht. Vor allem, da bin ich ja gar nicht mehr so weit von der ersten Reinkarnation entfernt. Die ist bei 1E27. Bin jetzt bei 1E24. Und da ich ja im Chat vergangenen Livestream schon gerüchteweise aufgeschnappt habe, dass die Zwerge wohl allgemein sehr, sehr abgehen, muss ich mir da, glaube ich, gar nicht so sehr einen Kopf drin machen. So, Hitzewelle bitte. Ugh. So, Zwergenhandelsvertrag. Vor allem brauche ich noch über 100.000 Zwergenmünzen. Vor allem kann ich hier jetzt aber erstmal bis auf Zwerge alles ausgeben. Das bringt schon mal was. Die Länge der Bärte, ich finde es immer noch super. Ich finde das immer noch sehr, sehr großartig. So, mehr Heatwaves bitte. Dann brauche ich gleich noch eine, ja. So sei es. Oh, die kosten alle so viel. Das geht hier schon wieder total ab. Der Zuwachs hier ist aber in der Tat noch ganz schön ordentlich. Also, da kann man schon regelmäßig noch nachkaufen. Mehr Mana Regen wäre toll, aber das wird, glaube ich, noch seine Zeit im Spiel dauern. Das geht so fix, denke ich nicht. Yay, Produktion von allen Zitadellen. War ich jetzt auf, oder nehme ich nochmal die Heatwave mit? Dann haben wir das nämlich, wobei der Bonus davon ist eigentlich relativ gering sogar, aber die Frage ist, ob ich dann gleich noch mehr Ausgrabungen machen möchte. Noch nicht jetzt direkt, aber ein paar gehen auf jeden Fall. Und ich kann ja auch noch 4 Artefakte finden, also kicken wir mal. Das letzte Sommerana-Upgrade werde ich übrigens wahrscheinlich nicht kriegen, da brauche ich 2000 Flammenkugeln für. Ich habe jetzt 447, also mir fehlen ungefähr 1500 noch. Das sind, oh Gott, 1500 Minuten sind wie viele Stunden? Gott, kann gerade echt gar nicht Kopf rechnen, sind ziemlich genau 25 Stunden. Wobei, ja, mal gucken, da das Event aber nur noch 30 geht und irgendwann bin ich schlafen und könnte knapp werden. Also letztendlich ist das fürs Event auch gar nicht mehr wichtig, aber es gibt eben hier durch die Quest noch Boni und würde eben in der Tat einen insgesamt Produktionsbonus für alle Gebäude geben, der auch nach dem Event eben bestehen bleibt. Deswegen, es ist zwar nur 1%, aber ist vielleicht gar nicht so doof, noch zu versuchen, das mitzunehmen. Müsste man mal gucken. So, dann kann ich jetzt aber total Feengesang und Ruf zu den Waffen und das zweimal. Und dann bitte das alles kaufen und dann bitte hier massiv weiter ausrasten.
Ja, und kriege gleich noch neue Trophäen. Sehr schön. Ja, okay, das funktioniert soweit. Es braucht halt immer ein bisschen nach dem Reset, um das alles wieder auf Vordermann zu bringen, aber so lange jetzt auch nicht. Also es braucht keine 10 Minuten, würde ich sagen. Von daher müsste mir bei den anderen Fraktionen die Spells nochmal angucken, also bei den anderen beiden guten Fraktionen, ob da was mit bei ist, was vielleicht noch besser ist als Feengesang. Wäre natürlich schon was ideal, was eher auf Hallen der Legenden wirkt, ne? Dass das natürlich nochmal deutlich verstärken würde. Sinn. Sitze ich das eben noch aus? Ja, ich glaube schon. Zumindest einmal Feengesang und Call to Arms muss noch mit. Dann gucke ich, glaube ich, doch nochmal bei den Engeln, was die so. Spells hatten. Ja, okay. Mach schneller. Die haben natürlich alle eine miesere Regenerationsrate. Wobei, gerade die Engel, ich weiß es nicht. Ja, okay, das hat sich doch schon gelohnt. Also da würde ich wahrscheinlich auch noch deutlich mehr kriegen. Die Möglichkeit, aber das ist schon mal quasi verdreieinhalbfacht die Jewels. Das ist okay. Soll reichen. Du. Zack, zack. Alles kaufen. Dann auf jeden Fall gut. Samarana Upgrades. Alles kaufen. Heatwave. Wir gucken mal bei den Engeln. Kaufen das alles. Die haben Hand Gottes. 30 Sekunden lang Produktion aller Gebäude um 150. Okay. Könnte interessant sein. Und es ist halt alles günstiger, ne? So, auf jeden Fall erstmal mehr Gebäude bauen. Dann weitersehen. Gottes, Ruf zu den Waffen. Steuereintreibung. Hat noch nicht so viel rausgehauen. Jetzt alle mitnehmen. Was hat denn hier gerade so den Löwenanteil an der Produktion? Gott, Alter, so viel Mana. Okay, die Mana-Regeneration ist natürlich echt ein bisschen pervers. So, Unterweltdiplomatie, dann können wir Hitzewelle einsetzen, dann können wir das und das. Und dann können wir auch schon wieder. Hier ausrasten. Okay, das hat in der Tat gar nicht so viel gebracht. Warum? Ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich schneller Münzen kriegen, aber irgendwie ist das nicht der Fall. Hat denn gerade den Großteil? Ah, die Himmelstore in der Tat, okay, interessant. Ja, dann machen wir das so normal. So, dann können wir uns zumindest die beiden leisten. Wir erhöhen allgemein die Anzahl der Gebäude, das ist auch nicht so verkehrt. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Hitzewelle. Und dann gleich noch eine. Und da fehlt da auf jeden Fall noch Bonus. Und das
bringt dann auch gerade mal ein bisschen den Unterschied, fällt mir so auf. Das ist das, was ich vorher vergessen hatte. Heatwave, yay. So, dann ist das durch. Dann das, das und... So, dann Upgrades mitnehmen. Aber gefühlt geht's mit den... Geht schon eher langsamer. Also die haben zwar eine unfassbare Mana-Regeneration, was sehr toll ist. Das ist dann, glaube ich, auch so der Way to go, um 10.000 Zauber zu wirken. Halt einfach Steuereintreibung auf Autocast und gehen. Das ist, glaube ich, so die Sache. Aber dann können wir jetzt auf jeden Fall gerade mal die restlichen Zwergenmünzen noch da rein buttern. Hier geht auch überall noch was. Sehr schön. Ach, diese Mana-Regeneration. Okay, E55. Nee. Die rasten halt produktionsmäßig nicht so aus. Also da ging das vorher gefühlt besser. So, jetzt hauen auf jeden Fall Hallen der Legenden massiv rein und jetzt geht's auch. Okay. Also das Hallen der Legenden-Update ist, glaube ich, wirklich das Wichtige. Hat aber gefühlt länger gedauert als alles vorher. Aber ja, okay, also wenn das Hallen der Legenden-Update erstmal da ist, ist alles schön. Aber das dauert eben. Das ging gefühlt mit den Elfen schneller, möchte ich behaupten. Mit den Feen meine ich. Feen, Elfen. Wo ist der Unterschied? Gott, sind die alle teuer. So, Alter, vor allem Mana Regen ist so schnell einfach. Noch 8-mal Steuereintreibung hinterherkloppen, passt schon. Warum auch nicht? So, kann ich irgendwo, hier kann ich jetzt den Sprung über 1000 machen. Das gibt noch eine Trophy. Der Rest ist gerade mal relativ egal, okay. Abdanken würde jetzt fast schon wieder Sinn machen. Wir sind bei ziemlich genau 1E25, okay. Das bringt nicht mehr so viel. Ja, okay, ist nett soweit. Ist nett. Ist nett. Aber ich tendiere auf jeden Fall eher zu Feen. Danken wir mal ab. Erstmal Gebäude und probieren dann nochmal die Elfen. Mal gucken, wie fix die sind. Hitzewelle, Elfenhandelsvertrag, alles kaufen. Tonnen an Gebäuden nachbauen. Alles kaufen. So, die haben auf jeden Fall auch eine akzeptable Mana-Regenerationsrate. Segen des Mondes zusammen mit Call to Arms ist natürlich schon teurer, aber... So, Unterwelthandelsvertrag haben wir dann damit auch schon mal.
Das ist okay, dann können wir jetzt die Heatwave einsetzen, können jetzt die Zwerge mit dazu nehmen, können das alles mit reinnehmen. Okay. Wann kriege ich doch gleich das Update für Hallen der Legenden, was so abgeht? Wenn ich 800 habe? Vorkoster, ich habe erst Verkorkster gelesen, dachte mir, wait, what? Dann. Ja. Danke. Das mitnehmen. Nehmen das alles mit. Das ist das, was ich haben wollte, ne? Ja, genau. Okay. Also, Elfen gehen auf jeden Fall fast mit am zügigsten, würde ich sagen. Sieht soweit ganz ordentlich aus. Mana-Regeneration ist nicht ganz so geil, aber immer noch gut. Sie nur das Gebäude bauen. Erhöht ja auch unser Maximum Mana. Auch wenn es für die Gesamtproduktion natürlich eher wenig tut, aber. Ich habe Trophäen freigeschaltet, okay. Ja, okay. Das funktioniert gut. Möchte ich behaupten. Das funktioniert sehr gut. Ich glaube, wir können dann reinkarnieren, möchte ich behaupten, nach dem nächsten Reset. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die möchte ich im Livestream machen. Davon habe ich nämlich gar keine Ahnung. Was habe ich hier freigeschaltet? Durchklicken. Weil hier Autoklicks mit zukommen, ne? 15 Autoklicks die Sekunde. Ja, okay. Verstehe. Mal gucken, wie hoch wir das noch treiben können. Ich bin ja gespannt. Habe ich jetzt alle Zwergen-Upgrades schon? Ja, müsste ich. Müsste ich eigentlich. Das heißt, ich kann das hier auch ausgeben. Gott, mein Magen knurrt. Ich glaube, ich sollte was essen. Frühstück ist auch schon, ja, so seine 6 Stunden her knapp. Na, 5. Ich habe übrigens gestern Abend und heute Morgen dann noch Segen der Sonne und Nacht nachgeholt. Und Höllenrausch? Weiß nicht, hatte ich das nicht eh schon? Weiß ich nicht. Die beiden aber auf jeden Fall, also den Spell zwischen 6 und 12 Uhr casten heute Morgen und gestern Abend noch den Nachtzauber zwischen 23 und 6 Uhr. So, wir sind bei 2, 4, 27. Ah, okay, es rastet nicht mehr ganz so massiv aus. Ja, wobei, jetzt wo ich die Hallen der Legendenproduktion nochmal erhöht habe, ist schon okay. Mehr Trophäen, 4 weitere Trophäen. Gut, dass ich die Stats nicht aktualisiert habe. Das hätte ich nämlich in dieser Folge noch 8 weitere Mal machen können. So, da wir unfassbar viel Geld haben, können wir auf jeden Fall mal weitere Ausgrabungen finanzieren, möchte ich behaupten. Yay, ein Rubin, fantastisch. Trophäe Maulwurf, okay. Artefakte finden wir irgendwie trotzdem nicht. Was sehr bedauerlich ist. Ah, sogar eine geheime Trophäe, okay. Eine mehr. Die Produktion aller Gebäude um 0,15 pro Ausgrabung, ja, okay. Das ist jetzt eher so mittelprächtig. Aber auch nicht zu verachten.
So, schaffen wir hier noch? Nochmal 50? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh, wobei doch, vielleicht schon. So, dann sind wir auf 500, das ist ein schöner glatter Wert. Haben leider immer noch kein Artefakt gefunden, aber so sei es. Und haben einen ganzen Batzen Münzen. Kriegen einen ganzen Batzen Jewels. Ja gut, ich glaube, da muss ich mich nachher auf jeden Fall nochmal in den Livestream hauen. Weil ich würde ganz gerne reinkarnieren, aber das mache ich dann wirklich mit Unterstützung vom Chat. Because. Also es ist zumindest immer noch einfacher, als wenn ich mir das jetzt vorher alles im Wiki durchlese. Ich weiß gar nicht, was R1 eh so Spektakuläres macht. Keine Ahnung, vielleicht lese ich mir doch vorher ein bisschen was durch, wäre nicht verkehrt. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal raus. Vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge oder dann im Livestream oder wie auch immer. Macht's gut, haut rein und tschüss.